So, jetzt sind wir hier bei der letzten Etappe. Ich zeige nochmal ganz kurz auf der Karte, wo der Haustierzähmer war. Der ist hier vorne, so bei der Stätte der Elidari. Also eigentlich, nee, Quatsch, Feste der Legion. Wenn man hier also reinkommt, links steht er da. Ne? Da kann man die Haustier-Daily machen. Und du musst jetzt hin, das kannst du ganz einfach sehen, wenn du auf die Karte guckst, siehst du die Kristalle da bei dem, ne? Auf der Insel oder die zwei? Nee, auf der Insel war ich ehrlich gesagt noch gar nicht. Können wir danach gleich mal schnell gucken. Die zwei Kristalle. Beim Schwarzen Tempel da, ne? Da müssten Dailies gewesen sein. Also ich weiß, dass ich früher Dailies ge da gemacht habe. Beim Schwarzen Tempel. Und ich glaube ja nicht, also obwohl ich mir nicht sicher bin, glaube ich aber nicht, dass sie irgendwann mal Dailies entfernt haben. Ich will jetzt da auch nicht zu viel sagen, ne? Bin mir nicht sicher. Also die meisten Dailies sind mir auch bekannt geblieben hier. Also wenn ich die sehe, dann denke ich mir, oh, ich gab's ja schon vor 6, 7 Jahren, ne? Hier ist was zum Abgeben wieder. Als Daily. Für mich leider nicht. Dann hast du wahrscheinlich irgendein Schmuckstück oder ein Mal oder so, was du hier abgeben kannst. Schätze ich mal. Hier, Kristalle. Ja. Ich sehe hier gar nichts. Gar nichts. Eine Daily. Keine Eine Daily. Quest. Hier eine Quest. Ja gut, die sehe ich auch. Also, jetzt könnte es natürlich möglich sein. Ich bin mir nicht sicher. Es könnte sein, dass man hier die Vorquest machen kann, weil wenn du die noch hast, dann könnten wir die natürlich nicht sehen. Können wir die machen? Gehört ja zu den Netherschwingen, wäre jetzt wichtig. Also es könnte sein, dass das hier ist. Aber, tu mir mal einen Gefallen, flieg mal nochmal kurz da zu dieser Insel. Also zu diesem Fels da, ne? Diesem Felsbrocken da. Also ich habe das jetzt angenommen, ne? Ja, und? Und direkt könnte ich beenden und eine andere Quest annehmen. Und der geht jetzt weg. Ja, flieg mal erstmal rüber da. Wenn da nichts ist, ich weiß, dass hier. Da ist die Quest. Da ist er zum Beenden. Nimm die ab. Nimm das an. Ja, habe ich. Ja, hast du jetzt eine neue? Nee, ich soll jetzt hier was füttern. Dann hast du was anderes. Der hat doch nur eine. Ja, das sind die Vorquests. Dann fliege ich jetzt zu der Insel. Hahaha. Ich kann mich noch dunkel an so eine Quest erinnern, wo man immer sich, glaube ich, als Geist oder irgendwie so irgendwas machen muss, damit man so einen Geist sehen kann und irgendwie sowas. Den Drachen, der hier fliegt. Irgendwas anderes, da musste man. Die war schwer für mich, diese Questreihe. Also ich sehe hier lauter. Oh, alles Elite. Ey, ich glaube, das ist von der Horde hier. Da ist die Quest im Abgeben. Hier drin? Ja. Ja. Das nicht Elite alle. Ja, ist egal, flieg mal runter, ich schieße jetzt einfach los und dann gut. Aber einsammeln kann man ja auch nichts. Und der ist schon wieder da. Der spawnt jede Sekunde spawnt er. Ja, toll, aber Quest abgeben kann ich eh nicht. Cool. Was ist das denn, ey? Also das hat aber auch nichts mit einer Daily zu tun hier. Ey, hier ist auch ein Hordlauer. Hey, vielleicht ist das für die Horde der.
Ich glaube auch, weil irgendwie stimmt ja nicht, ich weiß nicht. Aber sonst wären wir in PvP jetzt automatisch. Aber hier ist die Quest zum Abgeben. Ja, dann gib die doch mal ab. Kann ich nicht. Die wird mir nun angezeigt, aber abgeben kann ich nicht. Okay, ich flieg. Ach so, ja, ich muss dich holen. Wo bist du? Tja, das ist natürlich blöd jetzt. Ich habe es auch leider nicht mehr genau im Kopf. Ich habe noch im Kopf, dass irgendwie Schattenmondtal und dann bei den Nether schwingen. Da sollte Quest sein. Ich kann jetzt auch leider nicht googeln. Komisch. Ja, ansonsten könntest du ja vielleicht kurz googeln. Ich habe schon gegoogelt. Ich habe nur gefunden, Dailies, Aua in Schattrad und wer dann das stand. Ja, aber du könntest ja googeln, Schattenmontal, Natter schwingen. Ach, ich. Gut. Ja. Ja, das ist jetzt echt ein bisschen blöd, weil, wie gesagt, ich wusste nicht mehr, mit wem ich hier schon alles habe und ob ich das dann sehen kann. Aber ich habe hier Dailies gemacht. Das weiß ich ganz genau. Ich weiß halt nur nicht mehr genau, wo das war, aber das müsste irgendwo bei den Netherschwingen gewesen sein. Es kann natürlich sein, dass man jetzt mehrmals diese Vorquests machen muss bei dem Typen da. Und dann erst diese Dailies bekommen. Weil die Netherschwingen da. Zuerst müsst ihr eine Sammelquest bei bei. Zuerst müssen wir einen Blutelf finden, der im Schattenmontal zwischen den Ja, der war da unten, ja. damals zu BC-Zeit. Boah. Welche Katze hat die jetzt wieder? Ist doch egal jetzt. Zimmer weiter. Warte, ich muss das jetzt finden hier. Da muss man ganz viele Frogfest machen. Und es wird mir jetzt nicht so angezeigt auf der Seite wie bei Google. Ist so egal, wir können ja mal Spaß haben, weil das wäre jetzt eh die letzte. Wir machen mal jetzt die Quest bei dem. Ich habe ja irgendwie wohl offensichtlich eine andere. Wahrscheinlich habe ich die mir davor schon mal gemacht. Und dann gucken wir mal, wie viel das sind. Ich meine, Ja. wir sind Stufe 100, da wird ja alles schnell gehen, hoffe ich. Darf ich schnell noch den Gestank hier wegräumen? Der fliegt mir erstmal zu ihm, weil dann kann ich ja schon mal irgendwie los Wo anfangen. muss ich hin? Ja, wieder zu diese zwei Dinger da. Die beiden Kristalle. Gucken, wie schnell das geht. Was? Fest? Ja. Nicht, dass das so ausufernd ist, dass man hier irgendwie nur ewig und 3 Tage durch die ganzen Botanik reiten muss hier. Hier. Ja. Mal, lass mich mal runter hier. Du kannst immer runter. Mal, die füttert den. Weiß nur nicht Ja, wie. Ach, du da musst ja oben, ja, diese. diesen Hetzer. Ich weiß schon, Schatz, bin ja auch nicht. Gut, dann mache ich das schnell weg. Bis gleich. Bis gleich. Ja, die hat Katzen, die kacken
so wie ein Mensch und genauso riecht es dann auch. Deswegen hatte ich ja früher immer Aquarien. Da hat es nicht so gestunken. So, ich denke mal, hier ist jetzt nichts weiter. Dann würde ich mal sagen, gucke ich ins Inventar und gucke in die andere Tasche. Ich werde jetzt jeden Schritt hier kommentieren. Und finde natürlich diese blöden Herzen nicht. Wo sind die denn jetzt? Da. Fünf Innereien muss man kombinieren. Heiliger Jesus. Tja, da werde ich wohl ein bisschen rumfliegen hier. Wo hier vorne, hier scheint es auch noch mehr zu geben. Okay, ich bin nicht der Einzige, der das hier alles macht. So, Bumerang. Holen wir das Krempel mal rein. Okay, ich habe 5 in rein. Und werde jetzt kombinieren. Kabum. Und habe jetzt hier meinen Kadaver, den ich hier platzieren werde. Und da kommt auch schon der erste. Damit sie nur füttern sollte, werde ich ihn jetzt auch nicht töten. Oh, 8 Stück muss man davon füttern. Oh Gott. Das ist eine ganze Menge, oh Gott. Ja, auf jeden Fall kann man hier Daily Quests machen, das kann ich auch schon mal sagen. Ich weiß jetzt halt nur nicht mehr, wie viel Vorquests es hier noch gab und was man nicht noch alles machen muss. Das hatte ich leider nicht mehr auf dem Plan. Und ich gehe mal davon aus, dass das doch eine ganze Weile dauern wird hier. Von daher müssen wir mal schauen, wie lange das dauert und mehr kann ich Und? dazu auch nicht sagen. Ja, das ist so, also ich muss ja hier so 300 Drachen füttern, also Drachen füttern, davon 8 Ja. Stück. Oh mein Gott, du hustest aber echt viel in letzter Zeit. Oh, hier ist einer, den werde ich mal umhauen. Da war ja gar nichts drin. Ne, ich muss hier diese Felshetzer, also die muss ich killen. Und ab und zu werfen die mal so ein bisschen Fleisch ab. Und das muss ich dann kombinieren. Man braucht aber 5 Stück davon und muss dann halt, also die, wie gesagt, kombinieren. Und dann kriege ich so einen Kadaver und muss den hier in dem Questgebiet platzieren, damit so ein Drache runterkommt und dann gefüttert wird. Und das könnte echt eine ganze Weile dauern. Irgend so ein Arschloch killt die mir hier. Ja, ich kill sie dir auch. Ja, du warst es aber nicht. Ja. War ein anderes Arschloch. Ein Hortler. Ja. Was hat dieses Gesocks hier zu suchen, echt jetzt? Tja. Pech gehabt, ne? Pech gehabt! Aber ich denke mal, das wird eine. Also ich hoffe, dass jetzt nicht noch viele Vorquests kommen, weil das wäre echt ein bisschen blöd. Was ich auch blöd finde, ist, dass man die nicht gleichermaßen looten kann. Also und dass das für alle, für beide gezählt wird. Also dass wenn du einen umhaust, ne, dass das nicht abgewechselt wird, wie man hier looten kann. Dass wenn ich jetzt zum Beispiel einen Drachen füttere, dass du halt das auch gezählt bekommst und andersrum, ne? Ja, ich hab die Quest aber nicht. So. So. Deswegen töte ich die nun. Ja, ich muss es erstmal kombinieren. Jetzt werde ich noch einen füttern. Aber der Vorteil ist, wie ich gerade sehe, du kriegst aus 5 solchen Kombinierten, kriegst du nicht nur einen so einen Kadaver zusammen, sondern mehrere. Das ist der Vorteil. Ja, hau mal ab, du Border, da echt. Da vorne, vorne. Da sind viele.
keine Beute in Reichweite. Das Blöde ist, wenn du jetzt hier überall, ich weiß gar nicht, wo du jetzt warst, ehrlich gesagt, ne? Ja, da wo es für dich glänzt. Miki, geh mal aus dem Weg. Hier. Hallo. Ja, hallo. Nenn dich du Miki, geh. Ja, Katzentier, geh mal weg da. Hallo? Geh doch weg. Vielleicht solltest du echt ein Aquarium anschaffen. Vielleicht einfach. So. Bitte. Gibt's auch keine Beute? Ist ja irgendwie komisch. Oder vorne. Das dauert ganz schön, ne? Mhm. Wahnsinn. Ich glaube auch nicht, dass ich alle looten kann, weil ich teilweise zu weit entfernt bin. So, jetzt habe ich wieder 5. Mal gucken, wie viel ich jetzt rausbekomme. 2 habe ich erst gefüttert. Mhm. Und jetzt habe ich noch 4 Kadaver. Brauche ich mindestens noch 2 Kadaver zum Füttern. Ich fütter zwischendurch, weil das hat eh eine Abklingzeit von irgendwie 20 Sekunden oder so. 30 sogar. Offensichtlich bin ich nicht der Einzige, der das hier gerade machen will, im Nachhinein noch. Ich weiß jetzt auch nicht, ob dieser Hordler da... Hier sind jetzt einige. Ja, ich bin jetzt leider wohl gerade ganz woanders hin. Ja, dann schieb mal deinen Popo hier. Ja. Siehst du, du wärst jetzt so weit weg gewesen. Ja, okay, mach. Oder ist hier gar nichts? Hier liegen doch gleich. Ja, du hast sie gekillt und ich war 5 Kilometer entfernt. Okay. Davon habe ich ja jetzt schon ein paar Mal geredet. Mensch, geh doch runter, Mann. Oh. Jetzt habe ich wieder 5. Vielleicht reicht das ja. Vielleicht kommen jetzt 2 raus. 2 Kadaver. Natürlich nicht. Gut, dann packe ich nochmal ein Kadaver hin. Dann laufe ich jetzt um die große Säule. Da waren auch noch ein paar jetzt. So, 2 so eine Innereien brauche ich noch. Oh, da brauchen wir noch viele. So, einmal Innereien noch. Okay, jetzt müsste das reichen. Jetzt wird es mindestens trotzdem noch 2,5 Minuten dauern. Telefon. Ich muss dran. Geh mal ran, ich mach hier weiter. Ja. So, dann machen wir jetzt hier noch eine Reihe hin. Ganz schön langwierige Quest irgendwie. Wahnsinn. Und falls sich einige wundern, dass sie vielleicht so ein bisschen komisches Deutsch spricht oder so, sie kommt ja ursprünglich nicht aus Deutschland, von daher sei es ihr verziehen, dass sie noch mit Akzent spricht und. Und dergleichen. Husten nervt mich richtig, aber sie war jetzt auch eine ganze Zeit krank. Sie hat auch ein Immunsystem, weiß ich nicht, wie ein Hamster. So, hier bringe ich auch noch einen hin. Und das sind so noch die Nachwirkungen. So. Gibt's hier vielleicht bei dem? Der muss ja irgendwas Cooles mal droppen. Wozu haut man den sonst um hier? Jetzt gibt's hier gar nichts.
So, 6 gefüttert. Kam mir jetzt gar nicht so viel vor. Ich dachte, da wäre noch was. Also noch eine Minute insgesamt jetzt damit verbringen. Hoppala. Mal gucken, ob das reicht dann. So, ich werde den Kollegen schon mal suchen. Die Innereienbrauerei ist langsam auch nicht mehr. So, jetzt habe ich wieder einen Drachen gefüttert. Wo ist er denn? Kann natürlich auch sein, dass ich den jetzt gar nicht sehe. Ich sehe auch gar nicht mehr durch, wo ich jetzt. Wie weit bin ich entfernt von irgendwas? Müsste sich also hier dann, schätze ich mal, auch gleich wieder aufhalten. So, noch einen hinpacken. Und dann ist die Quest abgeschlossen. Ja, tut mir leid, ist jetzt natürlich leider gar keine Daily, aber. Ich dachte, vielleicht schaffe ich es noch, die hier zu zeigen. Ansonsten wird halt einfach abgeschlossen. Dann geben wir ab, was wir schon fertig haben. Ja, wo ist mein Freund? Ach so, da er rumlauft, wird er hier nicht zu sehen sein. Aber die Kollegin scheint ja wahrscheinlich auch schon zu warten. Es könnte natürlich auch sein, das gab es ja auch schon. Dass das mal wieder falsch angezeigt wird und er sich eigentlich hier aufhält. Oh, aber ich glaube nicht, dass er sich hier aufhält. Okay, ja, wo ist er? Da. Sucht Nefaru auf. Sucht mir da eine Patrone seiner. Gut. Irgendwo da drüben. Ich glaube, das ist hier in der Luft, oder? Nee. Doch, das ist hier in der Luft, nur wo? Wo? Eine verdammte Axt, echt. Oh, der sagt ja hoch, hoch, hoch in die Luft. So, wie hoch soll ich eigentlich fliegen? Mal ganz im Ernst. Ich sehe immer gar nichts. Und ich gehe stark davon aus, dass der sich hier auch bewegt. Also umherfliegt. Ja, ist natürlich blöd. Also gut, das dauert mir jetzt ehrlich gesagt zu lange. Tut mir leid, aber vielleicht reiche ich das nochmal nach. Ich guck mal nachher mit einem anderen Charakter. Da müsste ich das eigentlich alles gemacht haben hier. Und dann komme ich hier nochmal her. Und werde die Sache dann erledigen. Weil es geht ja hier um Daily Quests und nicht um Quests im Allgemeinen. So. Gebe ich mich zum nächsten Flugpunkt und fliege nach Shadrat, gebe die dann ab. Die Quests, die fertig sind. Und dann mache ich vielleicht morgen noch das andere Video schnell fertig. Ich kenne einen Charakter, der auf jeden Fall hier drin war. Montiere mich aber falsch. Mit dem ich das alles schon gemacht habe, mache mit dem schnell die Quests und dann, ja, habe ich so alles abgeschlossen. Dann geht es weiter bei den 80ern und dann wäre komplett erstmal für den aktuellen Inhalt hier. Wie gesagt, wenn ihr noch irgendwo seht, wo ich Quests übersehen habe oder noch irgendwelche kennt, die ich hier noch nicht gemacht habe und noch nicht gezeigt habe, dann gebt mir ruhig Bescheid, dann nehme ich das auch noch auf oder lasst das aufnehmen. So, Greifenmeister hier vorne. Ab nach Shadrat. Alerias Feste, wie da unten gerade angezeigt wird, da gibt es noch eine Quest, das hat auch so eine Quest, wo man halt einen Turm einnehmen muss, wo man sich auch im PvP aufhalten muss, aber manchmal spinnt die und man muss relativ lange warten da. Also es variiert, ich habe es auch schon mal innerhalb von einer Minute gemacht, aber das ist halt irgendwie doch ein bisschen blöd. Aber wenn man zu viel Zeit hat und wirklich mal jede Daily Quest hier machen will, ja, und ich glaube, ich habe schon mittlerweile das meiste so abgedeckt, dann kann man ja sich auch halt mal die paar Minuten da nehmen und sich da reinstellen.
Das Fliegen könnt ihr auch mal beschleunigen. Also zumindest, wenn man eh schon komplett ausgespielt ist und in der Stufe 25 Gilde ist, dann könnt ihr auch mal dafür sorgen, dass man ein bisschen schneller fliegen kann hier. Oh mein Gott, ey, ich frag mich immer, warum rauscht das so hart bei dir? Das rauscht so extrem bei ihr. Vor allem, wenn sie nicht spricht. Das ist so die ganze Zeit, als würde es so wirklich in Strömen gießen draußen. So ein Regenrauschen. Wahnsinn. Also tut mir leid, aber wir müssen mal irgendwann gucken, dass wir das bei ihr auch mal hinkriegen. Hallo. Ja, hallo, Frau Rauschi. Hm. Er hat das gerauscht gerade, wo du nicht dran warst. Wahnsinn. Irgendwie. Da müssen wir mal gucken, wie wir das hinbekommen. Oder woran das liegen könnte. Das ist wahnsinniges Rauschen teilweise, echt. Wo Also bist hörst du mich denn? Rauscht das bei mir, wenn du mich hörst, oder? du? Ah, hier sieht man die Queste, Aleris Queste. Was? Was hast du gesagt? Nee? Nö. Ja, vielleicht liegt es auch daran, dass ich also separates Mikro habe, ein Tischmikro. Hallo? Ja, wie Ja. separat ist also, das kann sein. So. Ja, wir können dir auch mal eins holen. Die kosten ja nicht mal 20 Euro. Also das, was ich habe, hat ja 20 gekostet oder so. Ist halt auch ein bisschen angenehmer. Also für mich jedenfalls, ich meine, du hörst ja kein Rauschen, aber ich höre schon echt die ganze Zeit Rauschen so. Nee, ich bin jetzt gerade auf dem Weg zurück wieder nach Schattrad, weil das hätte zu lange gedauert. Da war jetzt, also die Folgequest wäre gewesen, daran kannst du dich vielleicht noch erinnern, da musst du ganz hoch in die Luft fliegen und irgendwo fliegt da ein Drache rum, mit dem du reden musst. Ja, sind durchsichtiger. Ja, das ist aber blöd, weil du ja gerade nicht weißt, wo der fliegt und die Quest wird natürlich an einem Punkt angezeigt, ne? So wie eben gerade auch der Typ da angezeigt wurde. Ich musste den auch erstmal suchen, weil er war nicht an dem Punkt, wo er sein sollte oder wo er angezeigt wurde. So, ich mach das nachher vielleicht oder so, also demnächst noch separat, weil ich weiß, mit meinem Schurken habe ich das, glaube ich, alles gemacht und da habe ich das fertig. So, dann nehme ich vielleicht mal kurz auf, wie ich die da mache. Jetzt gebe ich Möchtest eben du noch. noch ab? Ja, ich gebe jetzt gerade noch schnell ab. Und dann, oh, leck mich doch am Arsch. Hier ist eine Daily Quest. Ihr wollt ihr mich rollen? Hier ist echt eine Daily Quest. Wo? Hier, für mich ist hier jetzt plötzlich eine Daily Quest. Multiphasenmessungen. Das habe ich doch gemacht in na grad. Nee, echt? Ja, das war jetzt flapsig von mir. Ich weiß, dass du die gemacht hast, deswegen wundere ich mich ja gerade, dass ich die. Eine habe ich nicht fertig. Welche habe ich nicht fertig? Nether-Rückstände. Aha. Wie habe ich die Das habe ich Nether-Rückstände? auch. Auch nicht fertig oder doch fertig? Nee. Du hast sie nicht fertig, oder was? Nein. Oh, man müsste bestimmt was damit machen. Obwohl, Nee. das wird zwar angezeigt, dass das. Ja, irgendwas haben wir wohl übersehen. Weiß ich jetzt leider auch nicht. Ah, ich mache die vielleicht demnächst, also wenn ich dann das die anderen Quests nochmal mache, dann mache ich das auch noch schnell mit. Und dann schaue ich mal, wo das ist, damit das komplett ist. Also, schön abonnieren, ne? Das werdet ihr nie rausfinden, wie man diese Quest abschließt. Ne? Nie! Hör auf zu lachen, Mann! So, also die Phasenmessung, wie gesagt, die Quest, die da oben für mich noch erhältlich ist, die hat der Gazapan schon gemacht, da war hier mit bei. So, ganz simpel. Ich guck mal, was ich in meinem schönen Paket jetzt drin habe. Ja, wieder irgendwas für 2 Gold zu verkaufen. Gut, dann haben wir das erstmal soweit erledigt. Wie gesagt, ich nehme dann später die restlichen paar fehlenden Sachen noch auf. Und. So, lecker. Ich bin krank, also mehr kann ich. So, dann war Ja. das hier erstmal soweit alles. Das war auch jetzt das letzte Mal mit Kaiser Franz. Irgendwann reicht's ja auch mal. Ja, gut. Und, ey, ich habe schon wieder eine Daily.
Guck mal, das wird mir noch einer angezeigt. Blinktron, ach so, Blinktron. Ist auch eine Daily in dem Sinne. Ja. Blingy, wo ist er? Wo ist er? Stehen die in dem drin, oder? Mhm. Ach, der steht da eine Ebene höher. Okay. Juhu! Guck mal, was er Schönes hat. Hier ist ein grauer Gegenstand drin, der bringt mehr als das ganze Zeug, was ich hier eingesammelt habe. Egal. Gut, das war's dann hier erstmal soweit alle. Alles, das war dann hier erstmal soweit alles. So, das ist richtiges Deutsch. Und ja. Wie gesagt, ich werde mich jetzt anbietern. Abonniert. Sagt euren Freunden, dass sie mich abonnieren sollen. Ja. Und auch die Mütter sollen mich abonnieren. Die Väter auch. Ne? Nee, ihr macht schon, ihr macht das so, wie ihr das wollt. Ja, also, wir sagen jetzt erstmal Tschüss. Tschüss. Siehst du, wie freundlich du dich immer verabschiedest. Ja, und dann bis zum nächsten Mal, ne, Leute. Also, haut rein.